Hallo zusammen, ich bin Carola von Lila Linz, begrüße euch zu Tag 2 der Osterwoche und der Aus 1 mach 5 Woche. Wir machen heute gemeinsam die Matchbox, die so seitlich aufzuschieben ist. Dieses Modell ist jetzt in Melonensorbet, aber ich habe mich entschieden, die ganze Woche in Minzmakrone zu halten, um wie gesagt genau nur ein Designerpapier bzw. ein Stück Farbkarton zu brauchen. Und das geht schon gleich los. Wir schneiden uns den Farbkarton zu, den wir brauchen für diese Matchbox. Das erste Stück, das wir brauchen, ist 17,2 x 9 cm. Und ich beginne damit, dass ich mir das bei 9 cm zuschneide. Da kriege ich einfach am meisten aus einem Stück A4-Karton raus. Also 9 cm zu 17,2. Da öffne ich wieder den Arm von unserem Papierschneider. 17,2 ist, wir hatten gestern das Thema, dass wir 16 brauchen, jetzt haben wir 17,2, die 17,2 sind, also da ist 17,543, also ungefähr bei diesen langen Strichen ist 17,2. Lege ich mir da an. Das brauchen wir nicht mehr von unserem A4-Karton, 17,2 mal 9. Das nächste Stück ist 9,3 mal 15,4. 9,3. Dieses Reststück brauchen wir dann für die Karte. 9,3 mal 15,4, das geht einfach zum Anlegen. Das ist auch ein Reststück, das wir nicht mehr brauchen. Ach ja, falzen. Wir müssen falzen. Wir falzen einmal bei diesem Stück 17,2 mal 9, einmal im Kreis herum bei 2 cm. Und an der langen Seite jeweils noch bei 4. Das verstärkt dann unseren Rand von dieser Seite, wo wir anziehen. Und da wird praktisch noch einmal eine Seite reingeklebt, damit das dann verstärkt wird, damit das nicht ausfranst, wenn ihr die Schachtel öfter auf und zu macht. Also da seitlich auch immer noch bei 4 cm. Für die Banderole, dann Matchbox, haben wir das zweite Stück mit 9,3 x 15,4. Das falzen wir erstmal bei 1 cm, dann bei 3. Dann drehe ich das um 180 Grad, schiebe es weiter auf 8,2 cm. Und auf 10,2. Auch das, jetzt brauchen wir den Papierschneider nicht mehr. Ich ziehe wie gehabt alle Falzlinien nach. Entschuldigung, alle Falzlinien nachziehen. So. Die vier äußeren Quadrate könnt ihr wegschneiden, die brauchen wir nicht mehr. Das ist mal der erste Schritt. So, Nummer 4. Und als nächsten Schritt schneiden wir diese vertikale Linie zur Querfalz oben ein und schneiden auch wieder kleine Dreiecke raus, um uns anschließend das Zusammenbauen des Bodens ein bisschen zu erleichtern. Auch wieder auf allen vier Seiten diese kleinen Dreiecke rausschneiden. Die Nummer 3. Fertig. Und die letzte Seite. Diese vier Quadrate bilden unsere Klebelaschen. Das heißt, die werden dann so reingeklebt. Das heißt, auf der Rückseite
geben wir wieder Abreißklebeband drauf. So nah wie möglich an die Falzlinie, allerdings bitte nicht drüber kommen, aber so nah wie möglich an die Falzlinie. Eins, zwei, ups, das klebt da. Die dritte Seite und die Nummer 4. Und es wird dann so, diese kleinen Quadrate kommen da rein, wird so und dann wird da übergeschlagen auf diesen beiden Seiten. Das heißt, wir brauchen auch hier dann an den langen Seiten noch Abreißklebeband. Und auch hier. Dann können wir schon wieder die Schutzfolie vom Abreißklebeband entfernen. Na, mag nicht, jetzt aber. So, und dann diese Schneidelinie an die Kante anlegen. Und das Dreieck hilft uns, dass dann oben nichts übersteht. Auch für die Einschläge, nennt man das so, Einschläge, die Schutzfolie abziehen und einmal drüber kleben. Und für die Griffe, um dann die Schachtel rausziehen zu können, verwenden wir, wie gestern angekündigt, die 1/2-Inch-Kreisstanze. Auch da wieder mittig anlegen und ein bisschen mit Druck arbeiten. Wir haben hier 2 Lagen Farbkarton, das geht ein bisschen strenger. So, fertig ist die Schachtel. Da kommen Smarties rein. Passt. Und weiter geht's mit der Hülle, die dann drumherum kommt. Auch hier wieder die Falzlinien nachziehen. Das ist unsere Klebelasche. Klebeband hier anbringen. Und jetzt sollte es, wenn ich sauber genug gearbeitet habe, sollte es drüber passen. So, passt. Wir haben unsere 4 Stücke Designerpapier, die wir uns gestern zugeschnitten haben. Klebe ich gern auf mit dem Tombow, mit dem Flüssigkleber. Mit dem Tombow habt ihr immer den Vorteil, dass es, dass der nicht sofort trocken ist, wie das Abreißklebeband und ihr einfach noch ein bisschen Zeit habt, das in Form zu schieben. Weil beim Abreißklebeband oder beim Fastfuß, wenn das einmal klebt, dann klebt das. Null Chance mehr, irgendwie noch was zu verändern. Also immer wenn ihr mit Lagen arbeitet, irgendwas übereinander klebt, ist der Tombow oder Flüssigkleber wirklich die beste Alternative. Beim Tombow bitte nicht zu viel verwenden, weil das ein Flüssigkleber ist, kann der das Papier aufweichen und dann gibt es unschöne Wellen. Der reicht ewig aus, weil man wirklich nicht viel braucht davon. So, und somit ist unsere Matchbox auch schon fast fertig dekoriert. Wir haben noch unser Rest Flüsterweiß von gestern. Wir nehmen wieder den gleichen Stempel Frohe Ostern aus dem Stempelset Frühlingsreigen. Wir nehmen auch wieder unser Stempelkissen in Minzmakrone.
Dieses Mal möchte ich einen Schmetterling aufkleben, das heißt, ich stanze mir das ein bisschen Seiten, also ein bisschen versetzt aus, nicht genau in die Mitte. Nummer 1. Ich gebe dann wieder, ja, das werdet ihr bei mir öfter sehen am Blog bzw. auf YouTube. Ich bin ein Fan vom Wischen. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ist natürlich nicht Voraussetzung dafür, dass das Projekt gelingt, wenn ihr gewischt habt, aber ja, da kann ich einfach nicht aus meiner Haut raus. So, wir haben hier den Mini-Schmetterling. Der Rest vom Minzmakrone, irgendein Stück. Ihr könnt natürlich auch die Zuschnitte verwenden, die uns übrig geblieben sind. Einen Mini-Schmetterling ausstanzen. Hier habe ich mit Perlen dekoriert. Wenn ich 3 in einer Reihe haben möchte, kann ich auf der einen Seite die losen verwenden und in einer Reihe kleben. Oder hier diese, die in einer Reihe schon angeklebt sind. Dass dieses Klebeband durchschneiden, dann kann ich 3 auf einem Streich abheben, klebe ich in die Mitte. Mit einem Klebepunkt auf der Rückseite klebe ich das dann hier fest. Und jetzt sind mir meine Dimensionals runtergefallen. 2 Dimensionals auf die Rückseite von der ausgestanzten Form. Und so dann hier anbringen. Ein bisschen wegräumen. Das war Tag 2 unserer Osterwoche und aus 1 mach 5 Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut doch rüber auf meinen Blog, auf www.lilanlinz.com findet ihr nochmal genauen Maße, Mengenangaben, die wir gebraucht haben oder die wir verwendet haben für dieses Projekt. Natürlich ist auch nochmal die Vorlage verlinkt, wie ihr das Designerpapier zurechtschneidet, damit ihr am allerwenigsten Verschnitt habt. Also wie gesagt, das ist nur diese kleine hellblaue Fläche, das ist der Verschnitt, den ihr für andere Projekte verwenden könnt. Ansonsten, wie gesagt, steht alles genau angegeben, was wir verwendet haben, wie wir zugeschnitten, wie wir gefalzt, wie wir geklebt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, freue mich auf morgen, auf das nächste Video und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss!